In der Hitze der Nacht. Aufstehen, mein Junge. Ein bisschen Dolly. Wie heißt du denn, mein Sohn? Virgil Tipps. Virgil. Bist du vielleicht taub? Leider fahren hier keine Züge so früh. Es gab eine Zeit, da hätte man sie sofort erschossen. Schädel eingeschlagen. War womöglich ein Anhalter. Sidney Poitier, Warren Oates und Rod Steiger in der Hitze der Nacht. Sidney Poitier in der Rolle des Virgil Tipps. Er jagt einen Mörder, doch wegen seiner Hautfarbe wird er selbst gejagt. Okay, ich habe ihn. Was ist mit meinem Mann? Sollten Sie sich nicht endlich nach Hause scheren? Das werden Sie gefälligst bleiben lassen, verstanden? Er kriegt eins aufs Dach. Ich bin Polizeibeamter. Man zahlt Ihnen $162,39 die Woche, damit Sie sich Leichen ansehen. Warum also die hier nicht? Untersuchen Sie Ihre Leichen gefälligst selbst. Ich erwarte, dass Sie diesem ausgezeichneten Beamten völlig freie Hand lassen. Bist du wirklich schwanger? Ja, ich bin schwanger. Ich treibe Ihnen diesen Fettsack vor die Flinte. Ich bin einige Längen voraus, Virgil, denn ich habe den Täter bereits. Darf ich mir den Mann mal ansehen? Ja, ansehen, ganz sehen. Komm, lass ihn machen. Er ist wohl Linkshänder. Was ist er denn, wenn er Linkshänder ist? Unschuldig. Ich habe das Motiv und das ist Geld und habe das Opfer und das ist tot. Gut, ist doch der falsche Mann. Werd ja nicht pampig, mein Lieber. Die nennen mich Mr. Tipps. Hab ich's hier eigentlich mit Menschen zu tun? Da ist er ja. Komm, hey, Jungs, wir haben ihn. Doch, sie haben ihn. Purdy, schauen Sie mal in Ihre Handtasche. Sie hat $100 bei sich für eine Abtreibung.